Willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Und wir waren jetzt in diesem Sektor stehen geblieben, wo es diesen merkwürdigen Nebel gibt, der scheinbar nicht gut für unsere Radarsysteme ist. Wir sehen also mal so überhaupt nichts. Also gucken wir einfach mal, ob wir nicht sofort schon weiterspringen können. Und springen dann mal dahin, wo es einen Store gibt, weil wir da unser Schiff reparieren können. So, hier gibt's, hier gibt's schon mal neue Rekruten möglich jedenfalls. Erstmal fixen wir unsere Hülle und gucken dann mal weiter. 50 haben wir jetzt noch. Wir haben auch eine Anti-Personal-Drohne. Interessant. Auf jeden Fall können wir uns hier unser Schiff noch weiter protecten. Hiermit können wir unser Schiff reparieren lassen. Immer wenn wir Scrap aufnehmen. Wir nehmen dann aber auch weniger Scrap auf. Und hiermit kommen wir zu jedem zuvor schon besuchten Gebiet wieder zurück. Jump mit dem Faster Than Light Sprung quasi. Brauchen wir aber eigentlich alles nicht. Hier haben wir noch eine interessante Alien Rasse scheinbar, mit der wir wohl auch Räume überwachen können, auch wenn die Sensoren unten sind. Ich glaube, wir können eigentlich ein neues Crewmitglied nicht so schlecht gebrauchen. Also nehmen wir, kaufen uns einfach mal. Gucken da mal weiter. Der kann jetzt also immer um sich herum durch Türen quasi auch gucken. Schön, schön. Schicken wir den mal zum Schildraum. Kann er da arbeiten? Der sieht aber lustig aus. Egal, wir springen dann einfach mal weiter. Und hier treffen wir ein Piratenschiff. Scheinbar ein Schmuggler. Greifen wir einfach mal an. So, dann gucken wir mal. Wir können schon mal mit den Laser gehen wir mal auf die Schildsysteme. Genauso wie mit den Raketen. Na guck mal, Autofire mache ich mal an. Oh Gott. Das sieht hier gerade mal gar nicht so gut aus. Aber sie geben auf. Die eine Rakete hat es gerade scheinbar ziemlich gut gemacht. Und wir nehmen einfach mal das Angebot an. Bekommen dafür 5 Raketen, 8 mal. Ne, 8 Raketen, 5 Treibstoff und 15 mal Scrap. Und was ist hier jetzt gerade los? Das Ding ist gerade lau. Blockiert scheinbar. Also müssen wir hier mal warten. Ich kann nur mal gucken, was eigentlich so genau die Fähigkeiten sind. Aber ich glaube, die sind halbwegs richtig verteilt. Was genau ist jetzt hier los? Ach so, die sind ja noch vom Nebel beeinflusst. Stimmt ja. Dann springen wir einfach mal weiter. Nach hier. Obwohl, da unten drüber kämen wir wahrscheinlich schneller aus diesem Nebel raus. Wahrscheinlich ist das auch kompletter Schwachsinn, was ich hier gerade alles mache. Okay.
Hier passiert also erstmal nichts. Wir springen also mal weiter. Ich hoffe mal, dass wenn wir hier entspringen, dass wir danach hier rüberkommen. Von da aus dann zum Ausgang. So, vielleicht sollte ich für solche Fälle eigentlich immer mal ein bisschen Scrub dabei haben. Ein Schwarzmarkthändler scheinbar. Mit zwei Schilden. Angreifen werden wir die wohl am besten nicht. Da habe ich nämlich ein bisschen Schiss vor. Also springen wir einfach mal weiter. Was haben wir hier? Someone might need help. Dann gucken wir mal, ob wir da helfen können. So. Once you arrive at the location of the distress call, a civilian ship hails you. Thanks for responding to our beacon. Our FTL navigation has gone haywire and we can't plot a course to the nearest depot to get it fixed. Could you lead us there? Yeah. And take this bit of scrap as a down payment. We'll use your jump signatures to follow you. You're really helping us out here. Gut, damit haben wir jetzt einen Questmarker. Angeblich. Muss ich das jetzt wieder genau verstehen können, wie das hier ablief? Müssen wir jetzt. Ne, da sind wir gerade. Da. Egal, reisen wir einfach mal hier zum Ausgang auch. This long-range beacon is almost hidden within the nebula. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Gut, es ist charged. Also müssen wir weiterspringen können. Nächster Sektor. Und dann gehen wir mal zum Civilian-Sektor, weil ich habe eigentlich keine Lust, schon wieder so einen Nebula-Sektor dazu haben. So, schauen wir mal. You have arrived in NG Space. The Mantis have been threatening the NG Core Worlds, but you should be able to stack up for your journey. Endlich sehen wir auch wieder das ganze Raumschiff. Und dann können wir auch einfach mal wieder weiterspringen. Vielleicht zum. Da unten hin müssen wir für die Quest. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir den Weg auch mal. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich hier häufiger mal. Okay. Hier können wir uns ein bisschen Treibstoff kaufen. Die Preise sind aber scheinbar besser, als wenn ich das in einem Shop holen würde. Also kaufe ich einfach mal. Und dann können wir damit ja auch gleich wieder weiterspringen. Was ich sagen wollte, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir uns mal länger in einem Sektor aufhalten. Weil dann können wir eben hier einiges an Zeug sammeln und oh mein Gott. Ja, bezahlen können wir die jetzt leider nicht. Das heißt, wir müssen uns wohl oder übel mit denen anlegen. So, dann gucken wir mal. Was greife ich jetzt an? Am besten wohl die Schilder. Wie ich das eigentlich immer mache. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Ich kann natürlich auch die Sauerstoffversorgung gehen. Ich weiß es nicht. Nee, ich bleib erstmal auf den Schilden. Und danach gegen das Sauerstoff. Gegen den Sauerstoff natürlich. So, die stationieren sich da gerade scheinbar alle um. Und unsere Waffensysteme werden beschädigt. So. Unsere Waffensysteme sind noch zu sehr beschädigt gerade.
Ich glaube, wir akzeptieren einfach mal deren Angebot. Obwohl, vielleicht bekommen wir auch mehr, wenn wir die jetzt platt machen. Ich werde jetzt einmal das einfach mal nicht akzeptieren. Dann gucken wir mal, wie viel uns das dann nachher bringt. Auch wenn das natürlich uns wieder einen ziemlichen Schaden in der Hülle verursacht. So, jetzt können wir auch mal auf die Sauerstoffversorgung schießen. Jetzt wo die Schilde unten sind. Beziehungsweise die sind gar nicht mehr so lange unten. Jetzt sind die nämlich schon wieder online. Würde ich mal sagen, doch nochmal auf die Schilde drauf. Bei unseren Schilden geht es ja im Moment auch nicht so gut. So, da haben wir die auch schon. Und bei uns brennt es drin. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt anderes Zeug bekommen, aber mehr, oder? Weil die hatten uns ja zwei Fuel angeboten und als Körper ist glaube ich auch ein bisschen weniger. Ja, macht eigentlich keinen so großen Unterschied. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich so einen auf. Wenn die aufgeben wollen, werde ich das wahrscheinlich auch wieder annehmen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier löschen können. Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Ah, wir haben ja den guten Bombvieh, der macht das schon. Schicken wir die beiden nochmal in die Krankenstation. Die wir auch nochmal unter Energie setzen sollten. Sehr schön. Und dann wieder jeder auf seine Position. Und dann machen wir mal den nächsten Sprung. Hier braucht scheinbar jemand wieder mal Hilfe. Die brauchen es aber eigentlich auch, weil unsere Hülle ist ja so ein bisschen beschädigt. The ship emitting the distance beacon messages you. Sorry to bother you, but we are out of fuel and can't get out of this barren sector. Could you help us out? Ja, ich würde sagen, wir helfen einfach mal. Sind ja sehr freundlich immer. Und bekommen dafür sogar 36 Scrap, was sehr schön ist, weil die zwei Fuel haben wir für viel preiswerter aufgekauft. Und dann springen wir mal weiter. You arrive from near a small fleet of civilian energy ships. A simple decryption and translation of their com frequency tells you that they have having a frantic discussion about something obviously troubling them. Ja, ich würde sagen, dann fragen wir einfach, ob wir denen helfen können. Die sind davon erstmal ein bisschen schockiert, aber antworten auch gleich. Okay, ist also keine Angelegenheit der Föderation, geht uns also auch nichts an. Aber wir wollten ja nur helfen. Ja. Okay, wir haben also ein verlassenes Piratenschiff noch gefunden, wo wir auch einiges an Zeug noch bekommen haben. So, und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir die Quest vielleicht abgeben können. So, you escort the ship to the requested beacon. Much to your dismay, you are ambushed by a rebel ship. You walked right into that trap. Immer diese Fallen hier. Die sehen allerdings ziemlich mächtig aus. Also wir nehmen erstmal wieder die Energie. Packen wir mal alles in die Waffensysteme und aus der Medizinstation raus. Und dann greifen wir am besten mal deren Waffensystem an, glaube ich. Die haben natürlich auch so eine Verteidigungsdrohne. Vielleicht sollte ich auch auf die hier schießen dann. Ah, ich weiß es nicht. Oh, unsere O2-Versorgung geht's wohl nicht so gut. Schicken wir den mal hin zum Operieren. Vielleicht war ich irgendwie nicht aufgepasst, wie gut wir durch deren Schilde durchkamen.
CO2-Versorgung ist wieder repariert. Sehr schön. Jetzt gehen auch langsam die Raketen aus, fällt mir so auf. So, deren Waffensystem, denen geht es wohl nicht mehr so ganz so gut. Dann gehen wir jetzt mal auf die Schilder. Auch wenn die schon wieder vollartig operieren. Und die versuchen zu entkommen. Schaffen die aber nicht so schnell, sondern bieten uns ein bisschen Treibstoff, Drohnenteile und Scrap an. Das nehmen wir dann auch mal gleich an. Weil wir haben auch nicht mehr so viele Raketen leider. Gut, dann geben wir uns auch gleich zum nächsten Sektor, würde ich mal sagen. So, nächster Sektor. Und zwar gehen wir, da können wir nur zu dem Piraten-controlled Sektor gehen. Okay. Das heißt, da könnte es übel für uns werden. The somewhat isolated region was thrown into chaos at the start of the rebellion. Even in peacetime it was always beset by pirates, but now it houses a center of operations for countless pirate fleets. Das ist nicht unbedingt gut. Wir gucken aber mal, ob wir einfach weiterspringen können. Und reisen wir dorthin. Oh. An especially well-armed pirate ship approaches you. Hand over one of your crew members and the rest of you can go free unharmed. Eigentlich will ich das nicht. Ich will meine Crewmembers eigentlich alle mal behalten. Also greifen wir die an. Vielleicht auch nicht unbedingt meine beste Idee. Und volles Feuer dann auf die Schildsysteme. Seit wann kann ich eigentlich immer sehen, wo die Feinde sich befinden? Aber man weiß es nicht. Jetzt haben wir das lahmgelegt. Ist nicht wahr. Ist nicht gut. Oh Gott. Ja, schauen wir mal. Die Schilde sind schon mal beschädigt. Unsere Hülle sinkt aber auch immer weiter. Ich glaube, wir müssen es noch schaffen, den. Sehr schön. Dann nehmen wir einfach mal den einen Sklaven jetzt an. Der Walker. Was kann der Walker so schön aus? Der Walker kann erstmal gar nichts. So, dann reparieren wir auch unsere Systeme mal. Schauen Sie, ein Insektenviech. Ich finde die Aliens sind ziemlich schick. So. Sehr schön, jetzt haben wir auch wieder den Überblick. Ich weiß gerade noch nicht, wohin mitnehmen. Es kann ja auch immer nur einer an den gewissen Stellen arbeiten. Im Moment arbeitet überall einer. Hat der denn irgendwelche Besonderheiten? Kann man sich das hier anzeigen lassen? Ich kann ja auch das hier alles nochmal erhöhen, fällt mir mal so ein. Dann habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Vielleicht sollte ich dann mal mich darum kümmern. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel die Schilde hochdrehe? Das mache ich auf jeden Fall mal. Und zwar um 2. Weil ich dann wohl 2 Schildteile halt hab. Okay, die Crew. Der Walker. Kann nicht so gut reparieren. Ist dafür aber ein bisschen schneller.
Und ist auch ein ziemlich guter Kämpfer, scheinbar. Ist dann ja sehr schön. Dann wird der wohl größtenteils unsere Verteidigung übernehmen. Okay, das war's jetzt aber auch schon wieder. Ich habe schon wieder ziemlich überzogen mit der Folge. Wir sehen uns dann in diesem System mit wenig Hülle und wenig Raketen wieder. Das heißt, ne, eben mache ich noch eine Sache. Und zwar muss ich dann auch mal nochmal den Reaktor ein bisschen verbessern, damit ich noch mehr Energie in die Schilde packen kann. So, jetzt haben wir das. Also jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.